Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Ganz schön windig heute. Glitzer, Glitzer, Christbaumschmuck, Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Glitzer, Glitzer, schon geht sie auf, ja, und Pennylein ist hier. Oh, meiner, toll! Tolle Idee, Penny. Ich wäre nie darauf gekommen, Hauptfeuerwehrmann-Stil zu schmücken. Ich auch nicht, Quidlington. Und gefällt's dir, Penny? Ja, sieht schon ganz gut aus. Ich habe noch mehr Lichterketten mitgebracht. Toll. Wollen wir Hauptfeuerwehrmann-Stil damit schmücken? Nein, Quidlington, das wollen wir ganz sicher nicht. War nur ein Witz, Sir. Dieses Jahr wird der Supermarkt die allerschönste Weihnachtsdekoration in ganz Ponty Pandy bekommen. Ich finde, wir sollten es mit der Dekoration nicht übertreiben. Ach, komm schon, Mom. Die hier brauchen wir unbedingt. Und die hier auch noch. Die blinken nämlich ganz lustig. Erstmal muss ich die hier entknoten, Norman. Und außerdem haben wir gar nicht genug Steckdosen. Och, bitte, Mom. Das wird bestimmt toll aussehen, wenn hier erstmal alles blinkt und leuchtet. Tada! Na, Sam, gefällt es dir? Mir gefällt nicht, dass alle Stecker in einer Steckdose stecken. Aber Sam, ich wollte die Küche auch fürs Weihnachtsfest schmücken. Gut und schön, aber doch nicht mit diesem alten Ding. So ein Stecker kann schnell überhitzen, besonders wenn man zu viel daran anschließt. Oh, ich wollte es hier doch nur ein klein wenig bunter machen. Das ist ja auch schön. Aber nimm ein Verlängerungskabel und steck die Lichterketten dort ein. Oh. So bunt hat es hier noch nie ausgesehen. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, Norman Price. Komm schon, Mom. Das sind doch nur die Lichterketten. Wir brauchen noch jede Menge anderen Weihnachtsschmuck. Und zwar auf jeden Fall diesen Riesenweihnachtsmann. Norman Price, jetzt übertreib es bitte nicht. Wir haben ja nicht mal einen Garten, um ihn aufzustellen. Wir brauchen keinen Garten. Er kann auf dem Dach stehen, so als ob er den Schornstein runterrutschen will. Nein, Norman, nein. Das ist mein letztes Wort. Oh. Okay, Mom. Wenn du willst, dass ich an Weihnachten traurig bin. Und hier eine Wetterwarnung von Radio Ponty Pandy. So ist es gut, Mom. Direkt neben den Schornstein da. Norman, das geht so nicht. Es ist zu windig und die Leiter wackelt. Ich halte die Leiter fest. Kletter weiter. Zurück, Weihnachtsmann! Nicht wegfliegen! Norman! Was ist mit der Leiter? Norman! Bleib doch hier, bitte! Du kannst im Auto warten, Mandy. Es dauert nicht lange. Mandy. Ich habe gerade den Weihnachtsmann gesehen. Er ist da lang. Sei nicht albern, Mandy. Weihnachten ist doch erst in einer Woche. Ich bin ganz sicher.
Also ich sehe keinen Weihnachtsmann. Du siehst wohl mal wieder Gespenster, Sarah. Wie immer. Stimmt gar nicht. Es hat keinen Zweck, Norman. Wir haben ihn verloren. Wen verloren? Den Weihnachtsmann. Siehst du? Dann war er also doch da. Sei nicht traurig, Norman. Wir haben doch jetzt schon mehr Weihnachtsschmuck, als jeder andere in Pontypandy jemals zuvor hatte. Aber Mom, haben wir nicht noch einen Riesenweihnachtsmann? Nein, Norman, das war der einzige. Bestell doch noch einen. Doch nicht eine Woche vor Weihnachten. Der würde nie rechtzeitig ankommen. Und wenn du sagst, dass es ein Notfall ist? Oh, Hilfe! Notfall! Doch nicht so, Mom. Ich meinte am Telefon. Mom, ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Feuer in Dillys Laden! Feuer im Sparpreis-Supermarkt, Sam! Wir hatten einen Anruf von Mrs. Price! Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Halt, Sam! Was gibt's? Hier ist noch eine Meldung. In der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen. Dann schicken Sie Penny mit dem Rettungsboot raus. Sehr gute Idee, Sam. Penny! Sind schon unterwegs, Sir. Da sind Sie, Mom. Endlich. Schnell, Elvis. Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell zuerst den Strom ab da drüben. Wird gemacht, Sam. Alles klar, Dillis. Der Brand ist gelöscht. Ihr könnt jetzt wieder reingehen. Zu viele Stecker in dieser alten Steckdose. Das war die Ursache. Elvis hat recht, Dillis. Diese alten Steckdosen sind gefährlich. Man darf sie auf gar keinen Fall überlasten. Ich habe Norman ja gesagt, dass wir zu viele Lichter haben, aber er wollte immer noch mehr und mehr und mehr. Entschuldige, Mom. Seht mal, wen ich aus der Bucht gefischt habe. Der Mann über Bord war dieser aufblasbare Weihnachtsmann. Ja, die Lichterketten sind zwar kaputt, aber wenigstens habe ich meinen aufblasbaren Weihnachtsmann wieder. Hol ihn runter, Penny. Wir montieren ihn auf dem Dach. Auf dem Dach? Diese Figuren sind doch eher für den Garten vorgesehen. Hab ich's dir nicht gesagt, Norman Price? Aber, Mom. Hör zu, Norman. Vielleicht sollten wir den Weihnachtsmann lieber dazu benutzen, uns bei der Feuerwehr für ihre überaus schnelle Hilfe zu bedanken. Lass den Kopf nicht hängen, Norman. Es war sehr nett, dass du uns deinen aufblasbaren Weihnachtsmann geschenkt hast. Dafür bekommst du auch einen selbstgebackenen Lebkuchen. Ja, vielen Dank, Norman. Jetzt kann jeder in Pontypandy den Weihnachtsmann sehen. Naja, man muss auch teilen können. Oh, Norman, lass auch was für die anderen übrig. Hier passt der Weihnachtsmann wirklich viel besser hin und sorgt hoffentlich für keine weiteren Unannehmlichkeiten mehr. Lebkuchen, Sir? Ja. Dankeschön, Elvis. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Hm.
Schmecken dir die Muscheln? Ich habe noch keine probiert. Au! Die sind aber hart. Die Schalen mitzuessen ist auch nicht so schlau, Norman. Ja, nur das Innere. So geht das. Oh. Gar nicht schlecht. Sarah und James haben Charlie geholfen, sie am Strand zu sammeln. Ich habe mehr gefunden als Sarah. Ja, weil du den Glückseimer hattest und meine Muscheln auch noch dazu genommen hast. Nein, die habe ich alle im Sand gefunden. Nachdem ich sie verloren hatte. Sowas passiert einem eben, wenn man keinen Glückseimer hat. Vielleicht könnte ich ja auch mal irgendwann mitkommen zum Muschelsammeln. Wir könnten alle nachher zusammen an den Strand gehen. Aber erst, wenn Ebbe ist. Oh, ja. Oh, diese Rettungsscheren sind genial, Sam. Kann ich die auch mal irgendwann bei einem echten Rettungseinsatz benutzen? Naja, hoffentlich nicht zu bald, aber dann darfst du sie bedienen, Elvis. Hoho, die könnte nützlich sein, wenn du wieder den Braten verkohlen lässt. Hey, das Licht ist plötzlich aus. Ich bin eingeschlossen. Ich muss Hilfe rufen. Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Mike Flood in seinem Wagen eingeschlossen? Komm, Elvis! Zum Haus der Flood, Sam! Mike Flood ist in seinen Transporter eingeschlossen! Die Türen gehen nicht auf. Keine Angst, Mike. Das haben wir gleich. Wir haben dich da im Handumdrehen raus. Elvis, warte. Was hast du vor? Du meintest, ich darf die Rettungsschere beim nächsten Mal benutzen. Ja, wenn es nötig ist. Hier müssen wir die Bretter doch nur wegnehmen und die Tür ganz normal aufmachen. Danke, Sam. Ich dachte schon, ich komme da nie wieder raus. Aber Mike, solange wir da sind... Das ist meiner! Jetzt bin ich dran mit dem Glückseimer! Nein, ich hatte ihn zuerst! Du hattest ihn schon letztes Mal, das ist gemein! Gib ihn mir! Ach, hört auf, ihr zwei! Die Eimer sind doch wirklich alle absolut gleich! Nein, Dad! Wer den Glückseimer hat, der fängt natürlich am meisten! Wie kann ein Plastikeimer Glück bringen? Viele Dinge können Glücksbringer sein. Wie dieser Glücksanhänger hier. Na, dann nehme ich am besten den Glückseimer. So gibt es bestimmt keinen Streit darüber. Stimmt, Norman. Eine sehr gute Idee. Dad! Was? Jetzt ist Norman dran. Er hatte den Eimer noch nie. Jetzt sammle ich mit links noch viel mehr als Sarah und James zusammen. Ich glaube, dieser Eimer bringt überhaupt kein Glück. Aha! Au! Schade, dass wir heute keine Krebse sammeln, Norman. Warte, ich helfe dir. Die Muscheln kleben an den Felsen. Du kriegst sie leicht ab mit einer kleinen Drehung, siehst du? Dad, James will meine Muscheln wegnehmen! Tu ich gar nicht! Also jetzt ist es aber gut. Immer müsst ihr euch streiten. Dad! Dieser Eimer bringt mir ja tatsächlich Glück. Nur weil du all unsere Muscheln gekriegt hast. Das ist kein Wettkampf, versteht ihr? Denn nachher legen wir alle zusammen. Ich habe alles versucht, Sam, aber er will nicht runterkommen. Armer Tiger. Vielleicht sollten wir die Rettungsschere einsetzen. Nein!
Ihr dürft diesen armen, wehrlosen Baum doch nicht fällen. Was hat euch denn dieser freundliche Baum getan? Keine Angst, Gwendolyn. Wir fällen hier doch keine Bäume. Stell dir vor! Sieh mal, ich habe hier ganz viele. Das sind alles unsere. Ich bin eine Muschelpflückmaschine. Und hier sind noch mehr. Hey, lasst mir auch noch welche. Aber du hast doch schon längst haufenweise. Wir beide legen zusammen. Genau. Ich werde mir eine super Stelle suchen mit ganz vielen Muscheln, sonst schnappen mir die Zwillinge noch alle weg. Hilfe! Weißt du, Elvis, unsere Rettungsschere ist ein großartiges Gerät, aber sie ist nicht für jeden Einsatz geeignet. Echt doof. Na los, Norman, zieh! Ich stecke fest. Wir müssen hier schnellstens weg. Die Flut kommt bald. Wir versuchen es nochmal. Zieh, Norman. Ich zieh. Aber ich hänge fest. Hier kannst du aber nicht bleiben. Was soll ich nur tun? Ruf Feuerwehrmann Sam! Was ist denn nun schon wieder, meiner Treu? Am Strand hängt jemand zwischen Felsbrocken fest. Zum Strand, dort ist jemand eingeklemmt. Beeilt euch, die Flut kommt! Nimm lieber die Rettungsschere mit, Elvis. Für alle Fälle. Ja! Was ist passiert, Charlie? Normans Fuß ist eingeklemmt. Ich habe schon alles versucht. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du hast recht, Elvis. Eines sollten wir noch versuchen. Kommst du an deinen Schuh und kannst den Schnürsenkel aufmachen? Ich glaube schon. Ja! Danke, Feuerwehrmann Sam. Dass ich nie solche Ideen habe. Wartet mal. Wo ist denn mein Glückseimer? Wo hast du ihn denn abgestellt? Da. Er ist weg. So ein Pech, Norman. Die Flut muss ihn weggetrieben haben. Aber jetzt weg hier, sonst schneidet uns die Flut noch den Weg ab. Halt! Was ist mit meinem Schuh? Ruft Hurra! Cridlington ist da! Cool! Danke, Elvis. Du hast meinen Schuh gerettet. Dafür sind die Rettungsscheren da. Zum Retten natürlich. Wirklich gut gemacht, Elvis. Mein Anhänger Glück bringt. Erst rettet er den Baum davor, von der Feuerwehr gefällt zu werden. Und dann bringt er mir das. Der trieb einfach so im Wasser. Der Glückseimer! Ja! Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Ich friere nicht, ich friere nicht, ich friere nicht. Mike wird die Heizung später reparieren. Bis dahin müssen wir uns mit diesem Elektroofen begnügen. Danke, mir ist eiskalt. Aber du darfst auf keinen Fall etwas auf den Elektroofen drauflegen. Auch keine Geschirrtücher. So können Brände entstehen. Wo sind Sarah und James? Oh, die sind irgendwo draußen und spielen. Oh, hoffentlich sind sie warm eingepackt. Oh.
Hör doch mal, Sarah, war das da nicht eben ein Baby? Was redest du denn da? Das war doch kein Baby. Aber ich hab's doch gehört. Siehst du? Da war's schon wieder. Hm? Hallo, Norman. Was ist das denn? Wally hat ein Lämpchen. James dachte, dass hier ein Baby weint. Gar nicht. Und du dachtest das auch. Du solltest uns nicht solche Streiche spielen, Norman. Das ist gar nicht witzig. Ich habe doch gar nichts getan. Aber lustig ist es schon. Hey, Norman, darf ich mir dein Lämpchen mal ausleihen? Na klar, aber wofür? Ich will so tun, als ob es in echt ein Baby ist und damit Leute reinlegen. Deine Schwester hat es ja faustdick hinter den Ohren. Komm mit, Norman. Wir suchen uns jetzt was Spannendes als dieses doofe Babyspiel. Heute ist Väterchen Frost aber mal wieder ganz besonders frostig. Was, Sam? Machen Sie es doch einfach wie ich, Sir. Immer schön in Bewegung bleiben. Dann friert man auch nicht. Nicht jeder hat so unglaublich viel Energie wie du, Penny. Ich bin vielleicht ein paar Jährchen älter als ihr, aber ich habe immer noch jede Menge Schwung in den Knochen. So habe ich das doch nicht gemeint, Sir. Ich meinte... Spar dir deine Worte, Sam. Ich sage dir, ich bin so fit wie ein Langstreckenläufer. Sieht aus, als wären wir hier ganz für uns, Lämpchen. Das macht meine kleine Überraschung nachher umso größer, weißt du? Die Heizung ist zwar alt, aber bisher hatten wir noch nie Probleme damit. Keine Sorge, Gwendolyn, den bringe ich schnell wieder auf Vordermann. Sonst will ich nicht Mike die Trommelmaschine flatt heißen. Ha, 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 ha. Oh nein. Hallo, Sarah. Was machst du denn da? Mit deinen Puppen habe ich dich aber lange nicht spielen sehen. Ich spiele nicht mit Puppen. Ich bin Babysitterin. Aber Sarah, wo hast du denn ein Baby her? Bist du nicht ein bisschen zu jung, um auf ein... Das Baby sieht aber komisch aus. Ich weiß. Ich habe es Lämpchen genannt, Mom. Oh, Sarah, du bist mir eine... Hey, ja, herein. Hauptfeuerwehrmann Stil? Oh, joggen Sie schon den ganzen Morgen? Ganz recht, Penny. Was meine persönliche Fitness angeht, kann ich es mit jedem Schachspieler aufnehmen. Aber natürlich, Sir, gar keine Frage. Dürfte ich Sie nur kurz um ein Berichtsformular bitten? Aber gerne doch, Penny. Danke, Sir. Meiner treu. Und schauen Sie bald mal wieder rein, Trevor. Aber sicher doch. Und zwar sofort, wenn ich wieder etwas aus Ihrem Supermarkt brauche, Dennis. Oh, ein Baby. Ich liebe kleine Babys. Die sind so süß, wenn sie noch klein sind. Oh, na sowas. Tja. Es hat auf jeden Fall schöne Locken. Oh, beeil dich lieber und bring den kleinen Fratz rein, bevor es zu regnen anfängt. Armes Ding. Es hat ein Gesicht wie ein kleines Schaf. Kommen Sie rein ins Trockene. Ich sag's dir, er joggt jetzt schon den ganzen Tag lang ununterbrochen. Ich finde, er übertreibt ein bisschen. Schließlich ist er nicht mehr der Allerjüngste. Also das kaufe ich dir nicht ab, Penny. Oh doch, wirklich. Sieh's dir selbst an. Ja, Quidlington? Ich wollte nur mal kurz Hallo sagen, Sir. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Meiner Treu. Mom! Oh, ist das kalt draußen? Ach, du armes Ding. Ganz nass. Ich ziehe nur meinen feuchten Pullover aus und dann hole ich ein Handtuch, um dich trocken zu reiben. Da kann er trocknen. Keine Sorge, Lämpchen, gleich ist dir wieder warm. Ich habe den Brenner gereinigt, jetzt funktioniert er wieder. Aber denk dran, ihn in Zukunft öfter mal kontrollieren zu lassen. Bist du sicher, dass er wieder heil ist, Mike? Ich finde nämlich, es riecht hier irgendwie leicht verbrannt. Oh ja, du hast recht, Gwendolyn. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen.
ist alles gut. Keine Panik. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Es brennt! Versuch's mal mit Meditieren, Mike. Sing einfach. Ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig, ich bleibe Singen ruhig. Könnt ihr später noch. Jetzt erst mal raus hier. Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Er joggt schon den ganzen Tag, Sam. Ich hab's auch gesehen. Oh, also, Joggen sieht anders aus. Sch, Elvis. Armer Kerl, er ist völlig erschöpft. Er hat euch reingelegt. Den ganzen Tag joggen von wegen. Ein Brand im Kabeljau-Café. Du bist ein Kindskopf, Krüttling. Jetzt aber schnell! Schreit doch ein Baby, oder? Wo wollt ihr denn hin? Wir retten das Baby! Seit wann gibt es denn hier ein Baby? Das ist kein Baby. Das ist Mollys Lämpchen. Es sollte nur ein Scherz sein. Und jetzt brennt es. Tut mir so leid. Schon gut, Sarah. Wir übernehmen das jetzt. Penny, du holst die Atemgeräte. Elvis, Schläuche vorbereiten. Und jetzt retten wir das Baby. Ich wusste natürlich, dass das kein Baby war. Klar. Ich doch auch, Mike. Ich doch auch. Aber es ist ein Baby. Und es will zurück zu seiner Mama. Meiner Treu. Gut, dass es keinen Notfall gab. Sonst hätte man mich nachher noch während der Arbeitszeit beim Schlafen erwischt. Hallo? Sam? Elvis? Penny? Wo stecken Sie denn nur alle? Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Ich weiß ja, wie wichtig das ist, dass du zu diesem Krankenschwesternkurs gehst, um all diese komplizierten neumodischen Medizinsachen zu lernen. Aber wie soll ich denn mit der vielen Hausarbeit fertig werden, so ganz allein? So viel ist es nun auch wieder nicht, Mike. Ich bin ja nur 2 Tage weg. Nur? Ich habe auch viel zu tun. Vielleicht muss ich ein Dach neu eindecken oder eine Wasserleitung reparieren. Ich kann doch nicht alles machen. Oh, also wirklich, Mike. Ich stehe immer im Laden und mache die gesamte Hausarbeit. Ja, Dillis, aber... Was ist mit Norman? Hilft er dir nicht im Haushalt? Willst du damit sagen, Mandy hilft dir tatsächlich im Haushalt? Sie ist mir sogar eine große Hilfe. Und Norman könnte dir genauso helfen. Norman? Das ist eine ausgezeichnete Idee. Du, ganz blitzeblank, der Boden wird ganz blitzeblank. Aber latsch mal drauf, ist er nicht mehr blitzeblank. Ganz blitze... Penny, Vorsicht, der Boden ist nass. Entschuldige. Da hast du dich ziemlich in die Ecke gewischt, was, Elvis? Ich komm schon klar, Penny. Oh.
Elvis? Bist du verletzt, Elvis? Ich glaub nicht. Zum Glück nichts gebrochen. Nur mein schöner Mob. Norman? Norman! Norman Price, ich habe eine Aufgabe für dich. Na, 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 hoppla. Wo willst du denn gerade so schnell hin, Norman? Aha, da steckst du. Vielen Dank, Gwendolyn. Fast wäre er mir entwischt. Oh. Hier, Mike, das ist die Liste mit den wichtigsten Aufgaben. Kommt ihr beide auch wirklich klar? Natürlich, Mom. Ich passe auf Dad auf. Haha, sehr witzig. Wie? Helen? Das kann unmöglich stimmen. Ciao, Mom. Viel Spaß bei dem Kurs. Es gibt viel zu tun in diesem Haus, mein Lieber, und ich werde nicht länger alles machen. Du hebst jetzt deine Schmutzsachen auf und tust sie in den Schmutzwäschekorb. Aber ich weiß ja nicht mal, wie der Schmutzwäschekorb aussieht. Er steht im Badezimmer hinter der Tür. Echt? Ist mir nie aufgefallen. Der Schmutzwäschekorb, Norman Price. Oh, aber der Korb ist ganz geschlossen. Da ist der Deckel. Oh, nur, wie kommen die Schmutzsachen da bloß hinein? Oh, na, das kriegst du schon noch heraus. Und obendrein erwarte ich, dass du den Korb in den Keller bringst, um die Wäsche auch zu waschen. Was? Mom! Oh. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt, mein Bett gemacht und alles gesaugt. Und das bedeutet, ich bin fertig. Dann möchtest du doch ganz bestimmt noch ein bisschen bügeln. Nein, danke. Ich bin mit Norman zum Skaten verabredet. Hier ist Radio und die Pandy mit den neuesten Hits. Wird das da unten auch was, Norman? Es sind sehr viele Sachen. Das werden bestimmt zwei Waschmaschinen voll. Bestimmt nicht. Das ist doch kinderleicht. Na bitte. Alles erledigt. Bis später, Mom. Ich treffe mich mit Mandy. Aber komm rechtzeitig zurück, um die zweite Maschine anzumachen. Norman! Das wird ein super Tag! Hallo, Dillis. Ich brauche dringend einen Mob. Psst. Hörst du das? Was kann das bloß sein? Oh, ja. Klingt fast wie ein Wasserfall. Oder mehr wie... Die Waschmaschine! Oh. Krankenschwester müsste man sein. Dann wäre ich jetzt auch weggefahren zu so einem Kursus und müsste hier nicht ewig bügeln. Ja, Doktor, ganz richtig. Dieses Hemd hat einen schlimmen Fall von Knopferitis. Und nur mit einer sehr kniffligen Operation können... Schwester Flatt, Notaufnahme. Helen, deine Stimme klingt so komisch. Ist Mike da? Ja, ich bin's. Oh, Mike, komm schnell her. Norman hat die Waschmaschine zerstört. Halb so wild, Dillis. Ich bin unterwegs. Ha, schön, wenn die Arbeit ruft. Elvis? Was tust du? Den neuen Wischmob austesten, natürlich. Und damit du es weißt, Penny, ich werde nur noch vorwärts gehen, damit es keine Unfälle mehr gibt. Ja, nur wird's dann nicht blitzeblank. Warum ist Aufwischen nur so kompliziert? Da muss ich erst einen neuen Antriebsriemen bestellen, Dillis. Du hast sie total überladen. Aber nein, das war Norman. Darum bitte ich ihn auch nie im Haushalt zu helfen. Klar, bis dann, Dillis. Hallo. Tag, Mike. Norman! Oh,
was denn nun? Ich hab doch die Wäsche gemacht. Nein, du hast die Maschine kaputt gemacht. Und jetzt wirst du mal ganz freundlich fragen, ob wir unsere schmutzigen Sachen bei ihm waschen dürfen. Aber viel Spaß, Norman. Ich werde mal sehen, ob James und Sarah skaten wollen. Weißt du, Norman, Hausarbeit kann ich auch nicht gut leiden. Doch wenn man einen Job macht, sollte man ihn richtig machen. Feueralarm bei den Flats. Elvis, komm. Oh, nö. Warum kommen die Notrufe immer in den ungünstigsten Momenten? Feueralarm bei den Flats. Penny, ihr solltet auch Venus mitnehmen. Lieber weg von dem Haus, Mike. Wir übernehmen das. Elvis, zieh den Stecker da. Immer zuerst den Strom ausschalten. Klar, Sam. Oh nein! Was hat Norman denn jetzt angestellt? Aber ich war das diesmal gar nicht. Das war nur mein Fehler. Ich hatte das Bügeleisen nicht ausgestellt. Tja, egal welchen Job man auch macht. Hauptsache, man passt gut auf. Ja, sogar ein Mob kann richtig gefährlich werden. Elvis hat recht. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Was habe ich euch gesagt? Das ist viel besser, als immer nur drin zu hocken. Und Tiger hat wohl auch Lust auf einen Spaziergang. Hör auf, uns nachzulaufen, Tiger. Husch, na los, lauf jetzt heim. Hier draußen könnte er sich ganz leicht verlaufen. Aber Tiger hat einen ausgezeichneten Orientierungssinn, Sarah. Der verläuft sich schon nicht. Wie weit müssen wir denn noch gehen, bis wir da sind? Wir sind kurz vorm Ziel, James. Da ist er, der alte Brunnen. Jemand zu Hause. Er ist zwar ausgetrocknet, aber seine magischen Kräfte hat er immer noch. Wenn ihr eine Münze hineinwerft, dann wird der Brunnen euch einen Wunsch erfüllen. Ach Unsinn, wie soll denn ein Brunnen einen Wunsch erfüllen? Also ich glaube jedenfalls daran. Und vielleicht erfüllt sich euer Wunsch ja auch, wenn ihr ganz fest daran glaubt. Hier bitte, eine Münze für dich und eine Münze für dich. Tiger. Ich wünschte, er würde endlich aufhören, Vögel zu jagen. Ich wünsche mir, dass Tiger endlich damit aufhört, andauernd arme, hilflose Vögel zu jagen. Jetzt du, Sarah. Du kannst dir wünschen, was du nur willst. Na gut. Ich wünsche mir, dass ich mal eine Prinzessin werde. Was für ein doofer Wunsch. Na und? Er geht doch sowieso nicht in Erfüllung. Vielleicht ja doch, Sarah. Das kann man vorher nie wissen. Oh,
Ich bin dran. Ich wünsche mir, dass ich nicht den ganzen langen Weg zurücklaufen muss. Sieh nur, da kommt Jupiter angefahren. Das ist Onkel Sam. Da muss ein Feuer sein. Schnell, das sehen wir uns an. Oh ja. Ganz sicher jemand gegrillt und hinterher das Feuer nicht richtig gelöscht. Ja, scheint mir auch so. Gut, Elvis, Wasser abstellen. Das Feuer ist jetzt unter Kontrolle. Schon passiert. Das ist ja noch mal gut gegangen. Hi, Onkel Sam. Ja, hallo, James. Was machst du denn hier draußen? Wir gehen spazieren mit Mom. Sie hat uns was gezeigt. Ein Zauberbrunnen. Klingt ja spannend. Ein toller Tag für einen langen Spaziergang. Ja, ich weiß, aber könnte ich nicht vielleicht mit dir, Elvis und Jupiter da zurückfahren? Von mir aus gern, James. Ja! Yeah! Mein Wunsch hat sich erfüllt. Ich muss nicht zu Fuß nach Pontypandy. Bis nachher, Prinzessin. Siehst du, der Brunnen kann also tatsächlich zaubern. James' Wunsch wurde erfüllt. Das ist doch Unsinn, Mom. Glaubst du wirklich, dass ich später mal eine Prinzessin werde und das Tiger aufhört, Vögel zu jagen? Wo ist Tiger? Tiger, wo steckst du, kleiner Schmusekater? Keine Sorge, Sarah. Tiere mögen Feuer nicht besonders. Wahrscheinlich ist er einfach schon nach Hause gelaufen. Tiger! Tiger! Tiger? Nein, den habe ich seit heute Morgen nicht gesehen. Oben konnte ich ihn auch nicht finden. Und unten im Keller ist er auch nicht. Er treibt sich wahrscheinlich einfach nur rum. Ihr kennt ihn doch. Aber um sicher zu gehen, sollten wir vielleicht doch Feuerwehrmann Sam anrufen. Tiger! Tiger! Miau! Miau! Tut mir leid, Gwendolyn. Keine Spur von einem blinden Passagier im Löschfahrzeug. Mit uns ist er also nicht zurückgekommen. Aber er muss doch irgendwo sein. Aber sicher, Gwendolyn. Wir halten die Augen nach ihm auf. Er taucht sicher wieder auf. Stellt ihm doch was zu fressen raus. Tiger! Tiger! Mietz, Mietz, komm, ein kleiner Rumtreiber. Und du hast gesagt, er würde nach Hause kommen. Ist er aber nicht. Ich hätte dir niemals glauben sollen. Ach, Sarah. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Tiger ist schon oft weggelaufen und er ist immer zurückgekehrt. Komm, lass uns nach Hause gehen. Wenn wir Glück haben, wartet er ja dort schon ganz ungeduldig auf uns. Ich wünsche mir, dass mein Tiger zurückkommt. Tiger! Mom! Mom! Es hat wirklich funktioniert! Tiger ist im Brunnen! Tiger? Schnell, Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Tiger im Brunnenschacht! Oh. Gwendolyns Kater Tiger ist in den Brunnenschacht gefallen. Verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll den Geländewagen nehmen.
bezaubernd, dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom. Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendolyn. Da sind sie schon, Penny. Hallo Penny, hallo Sam. Hallo Tom. Hi Tom. Wir brauchen eine Winde zum Runterlassen, Tom. Kommt sofort, Kumpel. Okay, Tom. Da ist ja der kleine Ausreißer. Okay, Penny. Okay, Sam. Armer Tiger. Oh, was für ein Glück. Tiger, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Armes Ding. Nach der ganzen Enge da unten muss er sich wohl erst mal die Beine vertreten. Mein Wunsch scheint sich auch erfüllt zu haben. Tiger hat gelernt, keinen Vögeln mehr nachzujagen. Du hattest wohl doch recht, Mom. Das ist wirklich ein Zauberbrunnen. Dann werde ich vielleicht doch noch irgendwann eine Prinzessin, wer weiß. Prinzessin Sarah. Klingt gut. Hast du dir. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.